herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Kanal ist 2 Jahre alt geworden, deshalb habe ich mir gedacht, machen wir doch mal verschiedene Experimente. Und in diesem Experiment geht es darum, um etwas zu mischen, sodass etwas Brodelndes, so wie Lava, entsteht. Dazu tue ich jetzt Backpulver in die Zutatenmischung, die ich euch gleich am Ende nochmal sage, damit ihr das auch zu Hause nachmachen könnt. Wichtig, macht es nicht ohne Erwachsene nach. Und wie ihr da jetzt seht, beginnt das Backpulver so daran sich aufzuschäumen. Und dann beginnt das gleich zu brodeln. Flüssigkeit jetzt übrigens blau ist, das habe ich so mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr wollt, auch rot färben, so wie richtige Lava. Um es nachzumachen, braucht ihr einen Becher. Wenn ihr möchtet, tut ihr das in Knete oder Sand, dann wirkt es lebhafter. Dann befüllt ihr das ein Viertel mit Essig, also den Becher mit ein Viertel Essig. Dann noch Lebensmittelfarbe, falls ihr das einfärben wollt. Ich habe das jetzt blau gefärbt und dann tut ihr da Backpulver rein und schon beginnt die Lava zu brodeln.